Sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrter Herr Flossbach, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen mich zunächst eines klarstellen. Die Deutsche Börse AG ist sicher nicht, in welcher Form auch immer, verdächtig, Auslöser, Profiteur oder Sonstiges der Finanzkrise gewesen zu sein. Das Unternehmen, das ich vertreten darf, spekuliert nicht, vergibt keine Kredite, bündelt keine Kreditderivate, konstruiert keine Kapitalmarktexzesse. Und wir haben auch nie exorbitante Boni auf kurzfristige Erfolge gezahlt, nicht einmal auf langfristige. Im Gegenteil, in den Phasen höchster Not war unser Unternehmen ein Fels in der Brandung der Kapitalmärkte. Es hat sichergestellt, dass Werte permanent gehandelt und abgewickelt werden konnten und so Kapitalfluss entstehen konnte, der Ineffizienzen und Verwerfungen auszugleichen vermochte. Insofern bin ich ein Vertreter eines untypischen Unternehmens in dieser hochrespektablen Runde. Als Vertreter eines bunten Vogels fühle ich mich allerdings nicht. Wir sind natürlich ein Teil des Kapitalmarktes, aber nicht als Akteur, sondern als Anbieter der Plattform, auf der gehandelt und abgewickelt wird. Diese Plattformen, meine Damen und Herren, sind regulierte Plattformen und ich darf mit Fug und Recht sagen, sehr regulierte, sehr überwachte Plattformen. Wenn alle Plattformen so umfassend und durchaus erfolgreich reguliert gewesen wären wie die der Deutschen Börse AG oder vieler anderer Börsenorganisationen, dann wäre die Finanzkrise sicher weniger heftig ausgefallen. Das heißt nun nicht gleich, dass ich dafür eintrete, wilder Regulation das Wort zu reden. Im Gegenteil. Aber ich war immer ein überzeugter Anhänger des Grundsatzes, dass Freiheit Spielregeln braucht, auch an den Märkten. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass dies nicht falsch sein dürfte. Haben es doch einige mit der Freiheit und ohne Spielregeln sehr weit getrieben. Insbesondere dort, wo keine Regulation stattfand, entstanden die größten Risiken. Waren und sind leider immer noch die Auslöser der Krise zu finden. Im OTC-Bereich, im unregulierten Handel von Kreditderivaten etc. Lassen Sie mich hier eine Klammer öffnen. Wir sprechen immer von Kreditderivaten, dass Sie eine Vorstellung haben der Größenordnung. Etwa ein Viertel wird börslich gehandelt und drei Viertel außerbörslich. Intransparent, unreguliert. Und wir haben vorhin die Diskussion gesehen über Risikomanagement. Da gäbe es eine Lösung, das heißt Clearinghouse. Wenn Sie da ein Clearinghouse machen, wo Sie die volkswirtschaftlich relevanten Produkte wie Kreditderivate klären müssten, hätten Sie sowohl das Marktrisiko, indem Sie alle Teilnehmer zusammenzählen würden, die dort sind, wie auch das Counterparty-Risk, das Gegenparteienrisiko, einigermaßen quantifizierbar im Griff. Das wäre ein Lösungsansatz, da bin ich natürlich Partei, das sage ich ganz klar, weil wir haben die Technologie heute schon. Wir können real-time, online, zeitverzugslos diese Daten liefern, auch den Banken, notabene, die können dann auch ein verbessertes Risikomanagement machen. Das geschieht bereits im börslich gehandelten Teil, das funktioniert. Die Frage ist, was nimmt man vom OTC-Teil auf diese Clearinghäuser? Das ist aber eine andere Diskussion. Ich komme hier auf die Finanzmarktsteuern zu sprechen. Ich möchte noch einmal betonen, die Finanzkrise hat gezeigt, um den Bundesfinanzminister zu zitieren, dass der Finanzsektor eine dienende Funktion für die Realwirtschaft erfüllen muss. Ich warne zwar ausdrücklich davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Finanzsektor insgesamt zu verdammen oder gar eine Verstaatlichungsdiskussion anzuzetteln. Nichts wäre kontraproduktiver. Aber es gilt nun endlich, diejenigen Institutionen zu stärken, die eine marktnahe Regulierung
mit der notwendigen Härte, aber auch mit der angemessenen Flexibilität durchsetzen können. Die Verursacher von Krisen müssen sich an den Kosten ihrer Beseitigung und an den Kosten ihrer Verhinderung beteiligen. Das ist ganz einfach eine Frage der Gerechtigkeit, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und ein Mittel, um diese Beteiligung an der Schadensbehebung und Vorsorge zu finanzieren, sind zweckgebundene, zielgerichtete Abgaben. Ob sie immer das beste Mittel sind, dies zu klären, will ich lieber der Diskussionsrunde im Anschluss überlassen. Dabei müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Gesetze nach Parkinson eine große Gefahr darstellen, nämlich das Risiko des Entstehens einer Bürokratie von einer nicht reversiblen oder irreversiblen Einrichtung. Aber es gibt auch da durchaus Mittel, um dies in den Griff zu bekommen. In einer ordoliberalen, nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft verfassten Gesellschaft muss Privatunternehmen so viel Spielraum gelassen werden, dass sie auf Änderungen in ihrem wettbewerblichen Umfeld und bei ihren Kunden, die immer internationaler werden, schon international sind, global, flexibel reagieren und vorausschauend agieren können. Im Übrigen diese soziale Marktwirtschaft, die ja eine großartige, das sage ich jetzt als Schweizer, deutsche Idee ist, konzipiert von Ludwig Erhard und seinem Berater, dem bedeutenden Wirtschaftswissenschaftler Walter Eucken, wird derzeit meines Erachtens viel zu selten verteidigt. Allerdings ist, das ist eine Binsenweisheit, der Abgabenaspekt immer auch vor einem globalen Hintergrund zu sehen. Und mein Vorredner hat mehrere Male ganz klar auf diesen Aspekt hingewiesen. Insofern bin ich auch ein Anhänger von G8 und G20, wo viele sinnvolle Dinge in einer globalen Dimension entstehen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass nicht alles derart, ich sage jetzt mal, quälend langsam gehe. Aber auch Politik ist letztlich die Kunst des Machbaren, wie ich lernen musste. Ihnen muss das ja schon länger natürlich klar gewesen sein, denn die Finanzkrise haben wir alle vernünftig recht gut überstanden. Das ist auch ein Verdienst der oftmals zu Unrecht gescholtenen Politik, insbesondere der Deutschen. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Finanzkrise im Jahre 2008. Seither ist zwar einiges geschehen, aber insbesondere international noch viel zu wenig. Ich plädiere eindeutig dafür, auf internationaler Ebene, nicht auf supranationaler und schon gar nicht auf nationaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, um derartiges für die Zukunft sicher zu verhindern. Abgaben, Steuern können ein wenig helfen, aber nur kurzfristig. Sie verhindern nicht das Entstehen neuer Krisen und sie machen ängstliches Kapital noch ängstlicher. Die internationale Ebene heißt eben auch, dass wir, ich sage dem so in der Finanzsprache, verhindern, dass eine Regulierungsarbitrage stattfindet. Das heißt, dass die Kapitalströme dahin gehen, das fließt wie Wasser, wo sie den geringsten Widerstand haben in Gebiete, die am wenigsten reguliert sind. Und dass das sehr schnell passieren kann, ist auch ein Aspekt der Globalisierung. Sie können heute Zahlungs- und Kapitalströme innerhalb von Tagen an andere Orte verschieben. Das ist nicht das Problem. Technisch ist das schon lange möglich. Also spielt die Regulierung eine noch größere, eine noch wichtigere Rolle. Beherztes Eingreifen überall dort, wo es zu gesellschaftswidrigen Entwicklungen kommt, ist erheblich wichtiger. Ich denke, dazu bedarf es nicht vieler neuer Gesetze, aber es bedarf des Willens, wie schon eigentlich immer, wie schon vor vielen hundert Jahren, das Entstehen wilder, unregulierter Märkte zu verhindern und die Marktteilnehmer im Sinne von Fairness, Transparenz und gesellschaftlicher Harmonisierung auf einen Markt zu zwingen, wo man ihnen klare Regeln vorgibt und deren Einhaltung dann auch überwacht.
Und hier bewegen wir uns zuerst vom Lokalen zum Nationalen, dann zum Internationalen, Europäischen. Und jetzt sind wir eigentlich auf dem Sprung, in diesen Märkten, von denen wir sprechen, Kapitalmärkten, uns zum globalen Markt zu entwickeln. Die Regeln folgen und hinken immer hinten nach. Ich war mal Jurist vor langer Zeit. Ich weiß, wie das ist. Die Regulierung hinkt immer hinten nach. Das ist auch in diesem Fall. Und wir sind mitten im Prozess, auf europäischer Stufe, aber auch auf globaler Stufe, diese Regeln einzuziehen. Ich sage, diese Harmonisierung für einen Markt, wo klare Regeln vorgegeben sind, die müssen auch überwacht werden. Wenn das gelingt, kann man sich auch, das ist jetzt ein bisschen provokativ, Strafsteuern sparen. Denn der positive Effekt durch echte auf diesen Märkten erwirtschaftete Steuern und ersparte Steuergelder, die sonst in Rettungsaktionen gepumpt werden müssten, ist für den Staat und für den Bürger sehr, sehr groß. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.